Lieben und herzlich willkommen zu meinem kleinen versprochenen Back-to-School-Video. Ich weiß, nicht jeder von euch hat bald schon wieder Schule. Es ist sogar so, dass manche in 10 Tagen wieder zur Schule müssen und die anderen erst vor 10 Tagen mit den Ferien angefangen haben. Und das hat es ein bisschen schwierig gemacht, einen passenden Zeitpunkt für dieses Video zu finden, aber ich habe mich am Ende dazu entschieden, dass es wahrscheinlich klüger ist, es früher zu machen, als halt zu spät. Ich habe mir gedacht, das heutige Video werde ich in 2 Teile einteilen. Und zwar wird es erstmal so ein bisschen Tipps zum Packen der Schultasche geben. Und dann ein kurzes Schul-Make-up-Tutorial. Und wir fangen jetzt erstmal an mit den Organisationstipps. Mir wurde in der Schule allein schon physisch super viel abverlangt, weil meine Schultasche an manchen Tagen jetzt mal ohne Witz so 8 Kilo, vielleicht sogar 10 Kilo gewogen hat. Ich würde euch deshalb vorschlagen, wenn es möglich ist und wenn es eure Lehrer erlauben, ich weiß, manche sehen das halt so und so, dann schleppt nicht immer für alle Fächer tausende Schnellhefter mit euch herum. Manche Lehrer zum Beispiel wollten bei mir unbedingt, dass ich immer ihre Mappe zu jeder Stunde mitschleppe, was total bescheuert war, weil ganz ehrlich, was soll ich im August oder so noch mit dem Material, das ich vom Januar hatte? Ich persönlich finde es sehr viel sinnvoller, wenn man für die Schule einfach nur ein paar weiße Blätter, auf denen man halt immer gerne schreibt, mitnimmt und die in so eine kleine Sammelmappe tut. Also die sieht jetzt zum Beispiel bei mir so aus. Hier sind jetzt Briefumschläge drin, stört euch nicht daran. Und damit ihr dann halt nicht den Überblick verliert, gibt es zum Beispiel so bunte Büroklammern. Ihr könnt euch zum Beispiel merken, rot oder so ist deutsch, blau ist Mathe. War das bei euch auch so? Bei mir war das immer so. Blau war immer Mathe, rot war irgendwie immer deutsch. Auf jeden Fall könnt ihr dann die Blätter, die ihr so im Laufe des Tages vollgeschrieben habt, einfach so abheften mit der kleinen Klammer. Und sobald ihr zu Hause seid, wisst ihr, okay, die und die Farbe steht für das und das Fach. Und dann könnt ihr es entweder in eure Schnellhefter zu Hause abheften oder ihr legt euch so kleine Ordner an. Ich habe das zum Beispiel immer gerne mit Ordnern gemacht. Und das Problem war, dass es bei uns an der Schule nicht genug Schließfächer gab. Und es gab ehrlich gesagt nur sehr, sehr wenige Schließfächer. Und ich hatte nie das Glück, eines zu haben. Deswegen, ja, vielleicht ist das bei euch anders. Das wäre natürlich cool. Das hier sind so kleine bunte Post-its, die wirklich toll helfen, wenn man schon viel Kram angesammelt hat. Also sagen wir, ihr seid so bei der Hälfte des Schuljahres. Ich finde es immer ganz cool, wenn man sich so kleine Kapitel oder Themenbereiche damit markiert. Also wenn ihr zum Beispiel irgendeine wichtige Hausaufgabe oder irgendeinen Test markieren wollt, dann könnt ihr das einfach aufs Blatt kleben. Es sieht erstens ganz witzig aus, weil es halt bunt ist. Und zweitens hilft es super, super beim Wiederfinden von alten Sachen. Als nächstes fand ich es immer schon sehr, sehr gut, irgendwie so ein Hausaufgabenheft oder irgendwie einen Kalender oder so mitzunehmen. Ich mache das jetzt am liebsten mit einem Kalender. Früher hatte ich natürlich so ein Hausaufgabenheft. Ich habe es eine Zeit lang in der Schule mal so versucht, einfach so mir zu merken, was der Lehrer von mir will. Ganz ehrlich, ich habe es immer vergessen. Und deswegen sind so Hausaufgabenhefte schon echt gut. Also gerade dann, wenn der Lehrer irgendwie eine Hausaufgabe für in ein paar Tagen aufgibt, nicht so für den nächsten Tag, sondern echt in der Woche, vergisst man so, so schnell, finde ich, wenn man es sich halt nicht aufschreibt. Und dann gibt es noch ein zweites Heftchen, das ich bis heute immer, immer mitschleppe. Und das ist nicht dieses hier. Ich habe 2 Stück davon, aber das andere ist sehr viel kleiner. Ich habe es leider nicht hier, tut mir leid. Deswegen muss das jetzt eben stellvertretend für mein kleines rotes Heftchen stehen. Also stellt euch einfach vor, das Teil ist sehr viel dünner und leichter und kleiner. Auf jeden Fall finde ich es immer super cool, ein Heftchen dabei zu haben, in das man einfach alles schreiben kann. Wirklich alles. Okay, das war's jetzt erstmal mit dem ersten Teil von diesem Video. Ich hoffe, da waren schon so ein paar Tipps für euch dabei, die ihr sinnvoll findet. Ihr könnt sehr, sehr gerne auch noch eure Packtipps und eure Erfahrungen so mit dem Ganzen in den Kommentaren lassen. Und wir gehen weiter zum Make-up-Teil. Viel Spaß! Für mein Make-up habe ich mich erst einmal für etwas Leichtdeckendes entschieden. Und zwar benutze ich die CC-Cream von Essence. Fragt mich nicht, was daran jetzt irgendwie anders ist als an einer BB-Cream oder einem Tinted Moisturizer. Ich sehe nämlich in der Anwendung irgendwie keinen Unterschied, aber ich mag sie auf jeden Fall. Sie gibt eine echt schöne Deckkraft. Ich benutze heute 2 Concealer und zwar erst einmal diesen hier von Manhattan, um meine ganzen Hautunreinheiten abzudecken und so ein bisschen Rötungen, die ich um die Nase und so habe. Ihr könnt natürlich auch nur einen einzigen Concealer benutzen oder gar keinen, wenn ihr das gar nicht braucht.
Aber ich finde einfach, diese cremigen Concealer eignen sich ein bisschen besser, weil sie ein bisschen länger halten, finde ich. Eben auf so Stellen, die man mehr abdecken möchte, so die Hautunreinheiten. Und diesen hier von Essence, das ist der Stay Natural Concealer, den trage ich unter den Augen auf. Und ich finde ihn wirklich super dafür. Ich habe noch ein bisschen Schwierigkeiten mit der Dosierung. Also ich habe hier etwas zu viel aufgetragen. Aber ganz ehrlich, ihr könnt das, wenn euch das mal passieren sollte, richtig schön in so einer Dreiecksform nach unten verblenden. Und das gibt dann so diesen Kim Kardashian-Look, angeblich zumindest. Und hält halt ganz schön auf. Und dann sieht es auch nicht mehr nach zu viel aus. Und das Ganze sette ich dann mit einem Puder. Das ist wieder, damit es schön günstig bleibt, eines von Manhattan, das Soft Compact Powder. Und das ist auch ganz praktisch zum Mitnehmen in die Schule, weil es halt diese Puderquaste so eingebaut hat. Ich trage es jetzt erst einmal aber mit einem Pinsel auf. Und dann kommen wir auch schon zu den Augen. Und zwar benutze ich aus einer alten Limited Edition von Essence einen hellen, so peachy-farbenen Lidschatten. Ich würde euch auf jeden Fall für den Alltag und gerade für die Schule empfehlen, eher eine hellere Farbe zu nehmen. Das muss natürlich nicht diese sein, die gibt es jetzt nämlich nicht mehr zu kaufen. Aber es gibt zum Beispiel von Maybelline diesen tollen Color Tattoo in Pink Gold. Oder so ein paar Paletten von Essence und so mit hellen Farben. Also ich würde echt bei einer hellen Farbe bleiben und dann irgendwie so ein Kajal oder sowas dazu benutzen. Der hier ist ganz cool, weil er zwei verschiedene Seiten hat, eine schwarze und eine weiße. Und mit der schwarzen Seite ziehe ich jetzt erst einmal so einen ganz normalen Lidstrich. Dicht am Wimpernkranz, nicht zu dick, weil ich das für die Schule jetzt nicht zu stark haben möchte. Und dann könnt ihr die weiße Seite zum Highlighten benutzen. Und dann kommen die Wimpern dran. Und zwar benutze ich heute von Rival de Loop die Superstar XXL Volume Mascara. Ist einer meiner Favoriten. Sie ist so schön günstig. Also kostet, glaube ich, 2,29 € und gibt echt einen tollen Effekt. Ist zwar jetzt nicht wasserfest, aber vielleicht reicht euch das ja aus. Und dann noch etwas für die Lippen bzw. für die Wangen. Das ist das Alverde 2-in-1 Rouge und Lippenbalsam. Ich finde jetzt nicht, dass die Haltbarkeit von dem Teil so wahnsinnig lange ist, aber ich finde, es gibt trotzdem einen schönen Effekt und es ist auch ganz praktisch zum Mitnehmen. Man kann es immer wieder nachtragen und dann sind wir auch schon fertig mit dem Make-up. Und als letztes noch so ein paar Sachen, die ich auf jeden Fall auch noch in meine Schultasche einpacken würde, weil sie halt so kleine Helferlein sind, die man eventuell gebrauchen könnte. Dass euch das Video gefallen hat. Das Einzige, was jetzt noch in meiner Schultasche fehlen würde, ist ein Frühstück. Und deswegen, was für eine tolle Überleitung, habe ich mir gedacht, vielleicht wünscht ihr euch noch ein zweites Back to School Video mit Frühstücksideen. Ich würde das sehr gerne für euch drehen, also lasst es mich in den Kommentaren wissen und macht es gut. Zwischen zwei Seiten, die leer sind, habe ich eine Fliege zerquetscht und da möchte ich nicht drauf schreiben. Mein Etui sah in der Schule so voll aus. Ich kann euch ja mal sagen, was hier drin ist. Das ist nämlich ziemlich noch original in dem Zustand, in dem ich es in der Schule hatte. Trittstift, Anspitzer, Filzstifte, Buntstifte in allen Farben, Feinliner, mindestens 10 Stück, man kann ja nie wissen. Mindestens 3 Textmarker, Schere, 2 Kulis, nein, 3 Kulis. Zweiter Anspitzer. Bleistift, Silberglitzerstift, Bronzeglitzerstift, Pinsel, Radiergummi.